Anna Ermakova wird immer berühmter. Da bekommt es wohl auch Papa Boris Becker mit der Angst zu tun. Ein Vater will seine Tochter beschützen. Vor all dem Schlimmen in der Welt. So hat die Natur das eingerichtet. Dabei spielt es keine Rolle, ob sein kleines Mädchen schon längst erwachsen ist. Und auch Boris Becker, 55, hat diese Instinkte. Auch wenn sich das Tennis-Idol lange Jahre nicht um Tochter Anna Ermakova, 23, kümmerte, bei Gefahr ist Boris alarmiert. Umso schlimmer jetzt die Erkenntnis. Auch er kann sie nicht retten. Es ist eine Tragödie um Tochter Anna. Anna Ermakova, ZDF Fernsehgarten. Mainz, vor wenigen Tagen. Boris Becker ist voller Vorfreude. Kurz nach ihrem Sieg in der RTL-Show, Let's Dance, sieht er seine Tochter im ZDF-Fernsehgarten wieder tanzen. In einem sexy roten Kleid legt Anna einen feurigen Paso Doble auf das Parkett. Doch plötzlich wird die Menge unruhig. Das Publikum drängt in Richtung Tanzfläche. Leibwächter müssen die Leute in Schach halten. Es heißt sogar, ein Mann wollte auf die Bühne stürzen. Zu Anna, die versucht, professionell ihren Tanz zu Ende zu bringen, doch in ihren blauen Augen spiegelt sich die Angst. Hilflos muss Boris zusehen, wie seine einzige Tochter in Gefahr gerät. Und er sie nicht beschützen kann. Wie viel Angst, Machtlosigkeit muss ein Vater empfinden? Boris weiß, je berühmter seine Anna wird, desto mehr Fans wird sie haben. Und es muss nur einer darunter sein, dessen Liebe zu weit geht. Boris Becker, hilflos bei Tragödie um Tochter Anna Ermakova. Dann erinnert er sich vielleicht zurück, an seine eigene Zeit als Tennissuperstar, als Teenie-Idol. Boris hat selber schon Erfahrungen mit sogenannten Stahlkernen gemacht. Vor 3 Jahren erst. Ich habe diese Stalkerin, die Klare Luise T. heißt, verriet er im Internet. Weiß jemand, wo im Vereinigten Königreich sie wohnt? Er habe ein Foto von der Frau und er überlege sich, ob er die Polizei alarmieren solle. Natürlich wünscht Boris, dass seiner Anna so eine verstörende Erfahrung erspart bleibt. Denn dass Ruhm und öffentliche Bewunderung nicht nur ein Segen sind, wer wüsste das besser als der vorbestrafte Ex-Multimillionär? Doch hilflos einer Tragödie um eine junge Frau, seine Tochter, zuzusehen, ist viel schlimmer, als selbst in Schwierigkeiten zu geraten.